Mexikanische Drogenhändler, Islamisten und Nazis sind aus demselben Grund auf TikTok, warum ARD und ZDF auch auf TikTok sind. Weil wir da eben junge Leute erreichen können. Mhm. ISIS oder sowas könnten auch auf Facebook gehen, aber dann erreichen sie irgendwelche Mit-40er, die sich irgendwie in Online-Kommentaren beschweren. Mhm. Aber auf TikTok sind halt eben junge Leute, die noch leicht zu beeinflussen sind. Was nichts damit zu tun hat, dass sie jetzt irgendwie dümmer sind, aber es ist halt einfach, das haben junge Leute so an sich, dass sie noch zu beeinflussen sind. Und deswegen, wenn man früh starten möchte mit imagebildenden Maßnahmen, dann ist TikTok der optimale Ort dafür.